Hallo, viele erkennen das Messer eventuell schon. Ja, so Bark River-Freunde auf jeden Fall. Und es geht ja aus dem Titel hervor, dass es sich um Bark River Aurora handelt. Die bekannten Liederscheiden, also die Bark River so mitliefert, sind gelegentlich doch schon auch mal ein Anlass so für ein bisschen Kritik, weil sie im Vergleich zu dem Messer selbst, das hochqualitativ ist, also die Bark River Messer selbst sind ja hochqualitativ und tatsächlich gut. Also da gibt es ja kaum etwas zu bemängeln. Selbstverständlich findet sich an jedem Messer immer irgendwie so ein kleiner Kritikpunkt. Also, na, aber ich persönlich jetzt habe bei diesem Aurora oder bei allen Bark River Messern, die ich bis jetzt habe, das sind leider nicht so sehr viele, keinen Kritikpunkt gefunden. Das ist bei den Lederscheiden von Bark River ein bisschen anders. Man sieht es eventuell schon, ich habe das hier bearbeiten müssen, weil mir die, das hat mir einfach nicht gefallen, dass die das Messer selbst hat hier noch nicht mal drin gehalten. Das muss es eigentlich auch letztendlich nicht, wenn es am Gürtel hängt. Dann ist die Schwerkraft sorgt hier dafür, dass das Messer einfach in der Scheide verweilt. Nichtsdestotrotz, man möchte es gerne auch mal im Rucksack transportieren, zum Beispiel so als Idee. Und da möchte man nicht, dass das sehr, sehr scharfe Messer, die sind sehr, sehr scharf, die Bark River Messer, gerade das Aurora ist spitz und sehr, sehr scharf, möchte man ja nicht, dass das irgendwie im Rucksack herumfällt und man da unachtsam da hineinfasst, wenn es im Rucksack irgendwie aus der Scheide gerutscht ist. Und deswegen möchte man, also ich möchte es zumindest, dass das Messer hier in dieser Lederscheide verweilt. Also musste ich mir behelfen, ich bin da wirklich kein Fachmann, also weit davon entfernt, irgendwie was mit Lederbearbeitung zu tun hat, da bin ich, also ich bin insgesamt jetzt nicht so der Geschickteste, was jetzt so Handwerken anbelangt und Lederbearbeitung mal schon mal gar nicht. Und natürlich gäbe es die Möglichkeit, klar, sich von einem Schuster helfen zu lassen, beziehungsweise von einem Sattler, also sich behelfen zu lassen, die also Umgang mit Leder kennen. Ich habe mich jetzt aber bei YouTube, so klar, merkwürdigerweise, also im Internet umgeschaut, also speziell auf YouTube, und habe da einige Hilfestellungen auch gefunden, die jetzt für jedermann, also jetzt gerade auch für mich, der da ungeübt und handwerklich nicht so richtig begabt ist, recht simpel und einfach zu realisieren ist. Da gab es ein Video, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, von wem ich mir das angeschaut habe. Es gibt mehrere Videos, wo man sich anschauen kann, wie das dann direkt vonstatten geht. Das ist im Prinzip relativ simpel. Man taucht einfach die Lederscheide in Wasser. Also taucht es, benetzt es komplett. Am besten soll sich das vollsaugen mit Wasser. Das geht innerhalb von 1-2 Minuten, saugt sich das voll, wenn das nicht gerade imprägniert worden ist vorher. Also im Originalzustand saugt sich das in 1-2 Minuten voll. Das ist dann komplett ausreichend, das ist dann richtig nass. Ich habe leider kein Video dazu gemacht. Ich hätte es machen sollen, habe es aber nicht. Aber das kann man sich relativ gut vorstellen, ohne dass man es sich anschauen muss. Man umwickelt am besten, das habe ich von jemand abgeschaut. Die Idee ist auch wirklich hervorragend, weil gerade diese Messer, die sind nicht rostfrei. Die sind noch nicht mal rostträge, die rosten relativ zügig. Man umwickelt also mit Frischhaltefolie. Das bietet sich an, weil es relativ günstig ist und in den meisten Haushalten vorhanden ist. Klar, hier vorne rum, da wo es sehr, sehr scharf ist und das ist sehr, sehr scharf und sehr, sehr spitz, muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, klar. Aber ich denke, es machen jetzt gar keine Kinder, sondern es machen Erwachsene, die dann auch wissen, dass mit dem Messer sich sehr, sehr schnell schneiden bzw. stechen kann. Umwickelt das mit Frischhaltefolie und dann kann man das hier getrost hier drin platzieren, wenn es nass ist. Also man wässert es oder man umwickelt es vorher, bietet sich natürlich an, man wässert das solitär, also alleine. Und lässt es ein bisschen aufsaugen, wie gesagt, die Flüssigkeit aufsaugen, so 1-2 Minuten ist das getan und platziert dann das umwickelte Messer hinterher. So habe ich es jetzt beispielsweise gemacht. Also man stellt sich jetzt vor, das ist ein Frischhaltefolie umwickelt und platziert dann dieses Messer in diese nassen, feuchten Lederscheide. Und dann kann man mit seinen Händen diese Form, diese Kontur dieses Messergriffes relativ gut nachbilden. Das hat jetzt wirklich nicht viel Mühe für mich bedeutet, einen nassen Zustand, man sieht es hoffentlich recht gut, die Kontur ist abgebildet und die ist auch geblieben. Ja. Ich habe das hier, wie gesagt, wie erwähnt, im nassen Zustand hier angepasst, ein wenig so im Rahmen meiner Möglichkeiten und habe es dann mit dem Messer darin trocknen lassen.
man kann da ein bisschen nachhelfen, wobei man da sollte sehr vorsichtig sein. Ich habe das im Ofen, mir hat das schon wieder zu lange gedauert. Es hätte natürlich aber auch schief gehen können, wie bei meinem anderen Lederschall, das schon mal schief gegangen ist. Es ging aber diesmal gut. Man sollte allerdings die Temperatur im Backofen, falls man das forcieren möchte, momentan ist es Winter, also es könnte man forcieren, bei 50 Grad, das langt komplett, 50 Grad ist ausreichend. Die meisten Herde lassen sich als unterste Stufe Backofen auf 50 Grad einstellen und das langt. Und man platziert es am besten direkt, nicht direkt auf den Rost, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich habe das auf den Teller platziert und in den Backofen auf den Rost geschoben. Und bei 50 Grad, nicht mehr, wirklich bei 50 Grad, nicht auf die Idee kommen, man macht mal 120, 150 und wartet mal. Nee, das war ab einer gewissen Temperatur denaturiert Leder. Deswegen würde ich tatsächlich bei 50 Grad bleiben und da doch ein bisschen Geduld aufbringen. Die habe ich ja schließlich auch aufgebracht. Ich bin wirklich nicht der Geduldigste, aber da habe ich ein bisschen Geduld aufgebracht, weil ich nicht schon wieder eins ruinieren wollte. Dann ist das angepasst, dann trocknet es. Ich habe das, wie gesagt, dann auch dann gewendet. Okay, das lag auf dem Teller, das muss man jetzt nicht unbedingt. Habe das dann aber doch auch ausgesessen und habe gewartet, bis es richtig durchgetrocknet war, bis sich die Farbe wieder so ein bisschen verändert hatte. Und man kann das sehen, ob das nass oder feucht ist beim Leder. Und hab es einfach abgewartet. Mag jetzt gar nicht mehr sagen, wie lange es gedauert hat, aber ich sage jetzt trotzdem mal, weil manche wollen das hören. Ich denke, es hat 24 Stunden gedauert, also ein Tag. Es ist immer noch ein bisschen wackelig, aber kein Vergleich zu vorher. Vorher hat ein bisschen umgekippt und dann ist das Ding hier rausgefallen, Blutsch war es weg. Also das hat jetzt aber auch man kann es eventuell noch versuchen, enger zu formen. Also man könnte das vielleicht ein bisschen enger fassen oder, ja. Aber für mich ist das jetzt ausreichend. Ich bin schon damit zufrieden. Es fällt jetzt nicht mehr raus. Man kann das jetzt im Rucksack platzieren, ohne dass man Angst haben muss, dass das durch eine Lageveränderung hier aus der Lederscheide rutscht, durch eine Lageveränderung, kann das jetzt hier zwar auch noch passieren, klar, aber jetzt nicht mehr so, dass es sofort rausfällt. Falls jemand Interesse hat, ich könnte das gerne auch nochmal, aber ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, aber ansonsten würde ich das doch nochmal demonstrieren wollen, wie man das macht. Aber ich denke, die meisten haben da ein bisschen Fantasie oder wenn sie genau zugehört haben und können sich das visuell vorstellen, was ich versucht habe, da von mir zu geben. Bin ein bisschen dazu angestoßen worden zu diesem Video durch einen Kommentar und habe das dann doch mal nachgeschaut und habe mir dann die Zeit genommen, das auch mal selbst nachzustellen. Und es ist tatsächlich simpel, einfach, es ist wirklich keine große Geschichte. Ja. Aber es hat den Erfolg, dass es hier doch relativ gut hält, also wirklich gut hält im Vergleich und bin eigentlich damit jetzt wieder zufrieden. Das war's zu dem Bark River Aurora bzw. dem Leder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf YouTube. Tschüss.